Ich rufe auf den Zusatzpunkt 1, Wahlvorschlag des Wahlausschusses für die Richter des Bundesverfassungsgerichtes zur Wahl einer Richterin oder eines Richters des Bundesverfassungsgerichts. Der Wahlausschuss schlägt auf Drucksache 19-5861 Herrn Stefan Habert vor. Diesen Wahlvorschlag hat der Wahlausschuss mit der gemäß § 6 Absatz 5 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes erforderlichen Mehrheit beschlossen. Ich möchte Sie bitten um Aufmerksamkeit für einige Hinweise zum Wahlverfahren. Die Wahl erfolgt mit verdeckten Stimmkarten, also geheim. Zum Richter des Bundesverfassungsgerichts ist derjenige gewählt, der eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen, mindestens aber die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestags auf sich vereinigt. Sie benötigen für die Wahl Ihren gelben Wahlausweis, den Sie, falls es nicht schon geschehen ist, Ihrem Stimmkartenfach entnehmen können. Bitte kontrollieren Sie, dass auf dem Wahlausweis auch Ihr Name steht. Die für die Wahl gültige Stimmkarte und den amtlichen Wahlumschlag erhalten Sie von den Schriftführerinnen und Schriftführern an den Ausgabetischen oben neben den Wahlkabinen. Nachdem Sie die Stimmkarte in einer Wahlkabine gekennzeichnet und in den Wahlumschlag gelegt haben, gehen Sie bitte zu den Wahlurnen hier vorne am Rednerpult. Sie dürfen Ihre Stimmkarte nur in der Wahlkabine ankreuzen und müssen ebenfalls noch in der Wahlkabine die Stimmkarte auch in den Umschlag legen. Die Schriftführerinnen und Schriftführer sind verpflichtet, jeden, der seine Stimmkarte außerhalb der Wahlkabine kennzeichnet oder in den Umschlag legt, zurückzuweisen. Allerdings kann die Stimmabgabe in einem solchen Fall vorschriftsgemäß wiederholt werden. Gültig sind nur Stimmkarten mit einem Kreuz bei Ja, Nein oder Enthalte mich. Ungültig sind Stimmen auf nichtamtlichen Stimmkarten sowie Stimmkarten, die mehr als ein Kreuz, kein Kreuz, andere Namen oder Zusätze enthalten. Bevor Sie die Stimmkarte in eine der Wahlurnen werfen, übergeben Sie bitte Ihren Wahlausweis einem der Schriftführer und Schriftführer an der Wahlurne. Der Nachweis der Teilnahme an der Wahl kann nur durch die Abgabe des Wahlausweises erbracht werden. Und jetzt bitte ich die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. So, das waren die Erläuterungen von Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich zu diesem Wahlverfahren. Nur, dass Sie das auch mal hier ganz eins zu eins mitbekommen. Es geschieht ja nicht so oft, dass der Bundestag einen Verfassungsrichter wählt. Und das ist ein kompliziertes Wahlverfahren. Sie haben es gehört. Mit Stimmkarte und Wahlausweis, das Ganze in den Kabinen. Das muss natürlich auch hier die Bundeskanzlerin machen. Übrigens, dieses Wahlverfahren, das gibt es sonst nur beispielsweise bei der Kanzlerinnenwahl oder auch bei der Wahl zum Bundestagspräsidenten oder dem Bundestagsvizepräsidenten. Das wird eine ganze Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir haben ein bisschen Zeit noch, um drauf zu schauen, nicht nur auf das Wahlverfahren, sondern natürlich auf den Kandidaten Stefan Habert. Die Kollegen hier sehen Sie ihn schön eingefangen mit der Bundeskanzlerin, den Herrn mit den grauen Haaren und der roten Krawatte, Stefan Habert, der hier für die CDU im Bundestag sitzt. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er ist von Hause aus Jurist, sitzt seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Rhein-Neckar im Bundestag, ist, wie gesagt, Rechtsanwalt. Und seit März diesen Jahres hat er auch eine Honorarprofessur an der Universität Heidelberg. Er soll also heute gewählt werden zum Verfassungsrichter. Die Zustimmung des Plenums, die gilt als sicher, denn Union, SPD, Grüne und FDP, die haben sich auf diese Personalie geeinigt. Warum ist diese Nachbesetzung nötig? Stefan Habert, der soll Nachfolger werden von Professor Ferdinand Kirchhoff, der Richter des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts ist und dessen Amtszeit Ende 2018. Die Entscheidung, die war übrigens überfällig, denn eigentlich hätte Professor Ferdinand Kirchhoff mit seinem 68. Geburtstag, der war bereits im Juni, aus dem Amt scheiden sollen. Aber da es noch keine Nachfolgeregelung gab, wie gesagt, wird dieser Wechsel jetzt erst dann Anfang des nächsten Jahres geschehen. Ja, nach Artikel 94 Grundgesetz werden die 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts, sind ja jeweils 8 pro Senat, jeweils zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt, die abwechselnd auch Präsidenten und Vizepräsidenten bestimmen. Und nach der Wahl heute, sofern sie denn positiv ausgeht für Stefan Habert, aber was wie gesagt zu erwarten ist, soll er dann am Freitag im Bundesrat zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden.
Wie gesagt, das Ganze, das wird hier einige Zeit in Anspruch nehmen, so bestimmt ja, 30, 45 Minuten, denn alle 709 Bundestagsabgeordnete, beziehungsweise alle, die da sind, es können natürlich auch einige wenige sein, die müssen in diese Kabinen und dann ihren Wahlzettel in die Urnen einwerfen. Wir werden uns hier wieder melden, denn wir sind ja mitten in den Haushaltsberatungen, dann gegen 13.15 Uhr wahrscheinlich. Dann gibt es natürlich auch das Ergebnis dieser Wahl, aber es gibt dann auch noch die Einzelpläne Wirtschaft, Energie, Familie und Bildung und Forschung. Das werden Sie natürlich alles bei uns hier verfolgen können. Also für den Moment gebe ich erstmal zurück, denn wir haben noch weitere aktuelle Ereignisse, über die wir Sie informieren möchten. Und das macht meine Kollegin Katrin Augustin in Bonn. Jetzt kriegen wir das Abstimmungsergebnis für die Wahl von Stefan Haber zum Verfassungsrichter. Abgegebene Stimmzettel 652, ungültige Stimmzettel keiner. Mit Ja haben gestimmt 452 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 166 Abgeordnete, Enthaltungen 34. Der Abgeordnete Dr. Stefan Habert hat damit die erforderliche Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen, mindestens 355 Ja-Stimmen, erreicht. Er ist damit zum Richter des Bundesverfassungsgerichts gewählt. Ja, das war die Wahl, die heute stattfand, in einem recht aufwendigen Verfahren. Ja, aber das ist ja auch wichtig, denn der Bundestag, der wählt nicht so oft einen neuen Bundesverfassungsrichter. Also hier Stefan Habert sehen Sie mit der roten Krawatte. Er muss jetzt die Wahl auch noch annehmen. Jetzt. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das große darin zum Ausdruck kommende Vertrauen sehr herzlich. Herr Dr. Habert, dann beglückwünsche ich Sie im Namen des gesamten Präsidiums zur Wahl und wünsche Ihnen im Namen des gesamten Hauses für Ihre neue Aufgabe alles Gute. Und Stefan Habert wird am Bundesverfassungsgericht Nachfolger von Professor Ferdinand Kirchhoff, der ja Richter des ersten Senates am Bundesverfassungsgericht ist, dessen Amtszeit endet im Dezember 2018. Und im folgenden Jahr, da wird dann Stefan Habert dieses Amt antreten. Stefan Habert, der ist hier für die Unionsfraktion Fraktionsvize, sitzt seit 2009 im Bundestag. Das Mandat wird er natürlich zurückgeben, wenn er dann ans Bundesverfassungsgericht wechselt. Und er bekommt natürlich hier die Glückwünsche von Kollegen und auch von den anderen Fraktionen, denn Union, SPD, Grüne und FDP, die hatten sich ja auf diese Personalie verständigt. Nächsten Freitag übrigens, da soll dann Stefan Habert im Bundesrat zum Vizepräsidenten des Verfassungsgerichts gewählt werden. Bundestag und Bundesrat, die wirken ja mit an Wahl und Ernennung der Bundesverfassungsrichter.